Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Woche in der Sims 4 Doppelhaus-Challenge. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Vorm Haus? Ja, ich finde auch richtig geil diese Müllpflanze da, die sich da ja aus Versehen gebildet hat. Und was ich auch interessant finde, dass wir da unsere beiden Katzen haben und hier noch eine. Und ich konnte erst nicht unterscheiden, welche von denen jetzt uns gehört. Also das hier ist sie schon mal nicht, das habe ich dann auch herausgefunden. Ja, unser Baby ist ja mittlerweile da. Unser drittes, ungeplantes. Also wir haben es natürlich geplant, aber für die war es ungeplant. So, und das braucht auch gleich Aufmerksamkeit. Und ich schicke den Papa da jetzt hin. Schmutzige Windel wechseln. Reden, liebkosen, hüpfen, bla bla. Machen wir mal alles. Die Mutter darf jetzt Essen kochen. Frühstück servieren, Omelette. Klingt gut. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Was macht sie? Ist jetzt auch eine gute Frage, ne? Sie könnte eigentlich mal ein bisschen Sport machen. Wobei er kann vor allem mal Sport machen. Die machen zusammen Sport, so sieht's aus. So, er macht da Laufen und sie macht schweres Gewichte heben. Und da sind ja alle erstmal versorgt. So, jetzt darf ich das Headset noch mal ein Tickchen leiser machen. Katzen miauen sich erstmal an. Das Baby schreit schon, es stinkt schon. Ja, der Papa kommt ja. Oh, geil, ey. Mit Danik plaudern, genau. Das ist ein guter Plan. Ich habe überlegt, sie möchte nicht zum Vampir werden. Aber Isaiah. Also wir machen dann, dass Danik Isaiah dann beißt und dann wird dieses Haus den beiden Brüdern gehören. Die Katzen jetzt los. Da ist eine. Warte mal. Andere. Die sitzt unter dem Tisch. Sie hat Angst vor dem Herd. Okay, das kann ich verstehen, weil so ein Herd ist ja auch heiß. So, ich muss jetzt mal gucken. Wir haben jetzt hier ganz viele Bilder von den anderen Katzen. Das war so geil, ey. Okay, sie hat da schon mal was zu essen. Hat das Baby jetzt schon wieder? Stinkt es schon wieder? Okay, essen will es schon mal nicht. Vielleicht eine Windel wechseln? Okay, warum stinkt es denn? Das verstehe ich nicht. So, sie ist da erstmal. Ist das ihr Ernst? Guck deinen Kindern beim Training zu, das ist immer ein guter Plan. Scheiße, was hat das Baby? Ey, kein Plan. Ich lasse es jetzt einfach älter werden. Also die Windel war es halt schon. Was macht der mit seinen Armen denn hier? Die Windel war es schon mal nicht. Ja, was ist denn Isaiah? Engelsgleich. Ja, komm. Ach du Scheiße. Was machen die denn da? Ach, jetzt geht's, okay. Ist der eigentlich blond geworden jetzt? Nein, ist er nicht. Okay. Was macht er jetzt? Tanzen. Nee, du willst nicht tanzen. Wir wollen erstmal das Kind hübscher machen. So, das ist er jetzt. Ich finde, der sieht ganz niedlich aus so. Die Katze steht da im Bett und er steht hier noch vorm Spiegel. Was zieht er denn für eine Grimasse dabei? Oh Mann, bin ich gut gelogen. Ich habe dich gar nicht verändert, du Typ. Aber egal. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit ihm? Er hat noch alles Mögliche. Erstmal verkaufen wir diesen Scheiß hier. Das braucht ja keiner. So, ich würde ihn erstmal liebevoll umarmen.
Dann spielen wir mit ihm. So. Und dann kannst du ihn hier absetzen in seinem Zimmer, damit er erstmal laufen lernt und so. Weil dann kann er nämlich auch bald die Treppen alleine gehen. So, dann machst du jetzt Berglauf an die Grenzen gehen. Und du machst hier so ein Gewichtkrams. So. Es ist ein Flohmarkt in der Stadt, juhu. Oh, wir können Frösche machen. Und ich glaube, wir müssen jetzt einmal hier Blumen und so verpflegen. Aber erstmal räumen wir auf. Ne, wobei, das machen wir nicht. So, wir gießen erstmal. Da bewässern. So, wie sieht's hier aus? Die Kätzchen spielen miteinander, ist das niedlich. Oh, wie süß. Da müssen sie erstmal nach oben gehen. Okay, nee, das machst du mal nicht. Du darfst hier hingehen. Nimmst du ihn damit jetzt auch mit eigentlich? Gucken wir mal. Nein, er nimmt ihn nicht mit. Na super. Na klasse. Ah, super, klasse. Nein. Okay, wir werden ihn mal hochnehmen. Hochheben. Oh, er duscht hier erstmal. Okay, Leander fragt sich, ob ich ihn irgendwo treffen möchte. Nee, das machen wir mal nicht, aber wir können so eine Versammlung mal starten. Die Gruppenversammlung von Familie hat begonnen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, geduscht hast du ja jetzt. Huch, nee, hier ist irgendwie falsch. Sie läuft hier wirklich den Berg hoch, ey. Scheiße. Gut, die ist halt echt sportlich, ne? Landschaftsgemälde ist ja auch nicht schlecht. So, du darfst aber ein klassisches Gemälde malen. Und ich gucke mal, ob wir hier mittlerweile mal kaufen können, dass Malerei geschult wird. Muss ich es nur finden. Hier ist Musik. Geigenbooster. Malereiboost, ja. Möchte ich gerne haben. Sozialboost. Nee. Was haben wir noch? Hausaufgabenboost. Kreativitätsboost. Videospieleboost. Okay, wenn du da nämlich fertig bist. Was? Ich habe irgendwas im Internet. Okay, er hat jetzt den im Arm. Warte, ich muss Emilias hier noch hinzufügen, ne? Ach, er ist schon hier hinzugefügt. Wir brauchen eine Vergrößerung auf jeden Fall. Warte mal, können wir das nicht sogar schon kaufen? Ach so. Na gut, wir können dann. Also wir müssen auf jeden Fall dann noch Isaiah hinzufügen, wenn der ein Kind ist. So, du darfst ihn jetzt aber hier absetzen. So, und du möchtest dann bestimmt mal auf die Toilette gehen. Und nimm mal ein Muskelentspannungsbad. Das tut dir dann bestimmt gut. So, er macht Malerei. Das ist schon mal prinzipiell keine schlechte Idee. Sie gießt noch, darf aber auch schon ernten. Sie könnte auch mal ein bisschen Sport machen, mal so nebenbei. So, alles ernten. Wir werden das auch mal düngen und alles. Ach, hier steht ja noch das Essen. Ich erinnere mich. So, was macht er jetzt? Du gehst auch mal nachdenklich duschen. Und das Töpfchen kannst du schon mal nicht benutzen. So, du kannst aber mal hier unten auf die Toilette gehen. Und dann nimmst du dir hier auch ein Gericht. Ein Gericht nehmen. Das klingt doch gut. So, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt die Zeit nicht wieder so rumtrödeln eigentlich. Irgendwie haben wir hier aber nicht alles genommen, ne? Oh, das wollte ich nicht sehen, ey. Das wollte ich nicht sehen. Kreativität.
Eigentlich sollst du erstmal Blickblock-Baby spielen, damit du dann irgendwann mal Treppen laufen kannst. Jetzt miaut die Katze hier die Blume an, oder was? Na gut. Okay, wir ernten hier noch fleißig. Gut, wir werden mal die Blumen weiterentwickeln. Mal sehen, wie verbuggt wir im Laufe des Spiels werden. Okay, und dann Fernsehen, ne? Kanal schauen, Kochkanal. Und das kannst du dann auch machen. Kannst du nebenbei eigentlich auch Kochkanal schauen? Sieht nicht so aus. Okay, du trinkst aber mal hier was von deiner Plasmafrucht. So. Dann entwickeln wir noch mal weiter. Jetzt sag nicht, dass du da nicht rankommst. Ja, jetzt geh da hin. Du wirst das schon hinkriegen. Alte. Okay. Weiterentwickeln. Oh. Ja, diese Sims-Sachen hier, ne? Meine Fresse. So, wir werden die aber düngen. Nachdem wir es geschafft haben, die auch. Okay. Düngen. Dafür nimmst du mal die Drachenfrüchte, die du eh schon im Inventar hast. So, düngen. Immer schon mal dabei sind, ne? So. Kümmern wir uns erstmal darum, dass die Blumen hier ordentlich. Ich meine, wir nehmen eine Drachenfrucht und wie es aussieht, ist einfach geil. So, die Katze gönnt sich noch Essen. So, jetzt muss ich mal gucken, haben wir jetzt alle gedüngt? Die hier noch nicht. Da hat es noch nicht funktioniert. So, überall ist das Düngen ausgeblendet. Dann ist ja gut. So, dann darfst du jetzt mal hier weiterentwickeln. So. Okay, du darfst das mal verkaufen. Ne, wir ziehen das einfach direkt hier rein, so. Und dann malst du mal das nächste. Realistisches Gemälde in Groß. Warum isst er was? Er darf nichts essen. Oder er darf schon was essen, aber Vampire essen nichts, sie trinken. Oder möchte ich das hier weiterentwickeln? So, sie hat Hunger. Das heißt, du darfst mal Mittagessen servieren. Und zwar Specksalat-Tomaten-Sandwich. Du musst mal aufs Töpfchen, dann hörst du mal auf. Und bringst Isaiah mal bei, aufs Töpfchen zu gehen. Und wir gucken mal, ob sie es hinkriegt, hier alles aufzuwerten. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Sehr schön. Okay. Dann düngen wir das jetzt mal fleißig. So. Die Drachenfrüchte, die übrig sind, die können wir dann weise verwenden. Danach darfst du mal aufräumen, weil das erhöht deine Manieren. Deine sind, glaube ich, schon so hoch, dass du das Merkmal bekommst. Ja, genau. Wir müssen gucken, dass wir die anderen Merkmale von ihr noch hochbekommen. Sie wird nämlich in einem Tag älter. So, düngen mit noch einer Drachenfrucht. Jetzt geht sie hier hin. Okay, besser als im dritten Stock ins Bad. So, du darfst dann hier nochmal so ein Plasma-Dings trinken. Ja, die plaudern, das ist ja nicht schlecht. So. Das sieht so wunderschön aus, dieses Gemälde. Also, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Dunkle Meditation. Ja, ihr plaudert doch jetzt, oder? Was? Zuschauen? Bei wem denn?
Nee, 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 nee. Okay, das läuft hier schon mal. Dann möchte er bestimmt noch was zu essen haben. Eine Portion für Isaiah nehmen. Ich weiß nicht, ob du schon hier hinlaufen kannst. Vielleicht müssen wir ihn jetzt mal verfolgen. So, und du brauchst Spaß. Aber du gehst erstmal auf Toilette. Nee, nicht hier hingehen. Dieser Daichi Yoshida, wer auch immer das ist. Okay, dann darfst du aktuellen Kanal schauen. Und du gehst danach mal joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Wird das denn schaffen? Level 8 Malerei. Das werden schöne Gemälde. So, dann. Liebevoll umarmen. Loben. Und hochheben. Was macht der da? Okay. Dann setzt Isaiah einfach direkt hier ab. Das ist auch okay. Die muss Sport machen. Ich schicke die jetzt hier laufen, so. Ausdauerlauf. So, er beeilt sich hier schon mal, das Kind in den Stuhl zu setzen. Ja, sieht schon mal gut aus. So, dann kannst du ihm ja schon mal Wasser geben. Getränk geben, Wasser. Dann eine Portion für Isaiah nehmen. Mich verarschen, Alter. Du nimmst den da jetzt nicht wieder raus, oder? Ich sag dazu jetzt nichts, ne? Ich sag dazu nichts mehr. Geh durch den Kühlschrank, ist kein Problem. Ja, ess das. Das ist kein Problem. Das kannst du gerne machen. So, und du kannst jetzt, glaube ich, einfach ins Bett gehen. So, nimm noch mal eine Dusche, dann geh halt schlafen. Dann mach das halt so, ist mir jetzt auch egal. Die Mutter kann sich ja gleich kümmern oder hier Geschwister. Halt, du gehst noch mal joggen. Du gehst noch mal joggen. So. Er kann ja mal mit seinem Bruder über den Tag reden. Und kennenlernen. Ist auch nicht schlecht, ne? Mit seinem Bruder mal kennenzulernen. Und dann werden wir die Versammlung jetzt einfach mal beenden. Ah. Oh, diese Katzen, Alter. Ich sitze unterm Tisch und fange laut an zu miauen. Damit die Leute sich auch wundern, wo das Miauen herkommt und einfach alles nervig ist an mir. Okay, wir ignorieren die Katzen halt schon echt, ne? Muss man sagen. Sie macht noch Sport. Sie auch, hoffe ich mal. Ja, joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Konfliktlösung. Ja, es fängt schon gut an. Wir müssen ja noch ein bisschen was. So. Du kannst ihn dann mal in den Schlaf lesen. Hallo. Jetzt bark bitte nicht rum. Nein, du hast keinen Hunger mehr. Leg mal das Sandwich weg. Geh aus dem Haus raus. Ja, genau. Stell das hier mitten auf den Weg. Das ist, sind echt gute Manieren. Nickerchen machen. Boah. Kleinkind überprüfen. Nein. Womit verschwenden wir unsere Zeit? Damit, dass wir den Sims irgendwas auftragen und es einfach nicht funktioniert. Oh, wie der große Bruder dem Kleinen vorliest. Ist das schön. Nein, ich will es mir doch in Ruhe angucken. Wexabawob, Fibna.
Deswegen möchte er dann auch Vampir werden, weil der große Bruder voll Vorbild ist und so. Das finde ich voll schön so. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich vorlese, weil hier einfach nur Katzen auf dem Bild abgebildet sind und nicht ein Stück Text. Aber du bist jetzt eingeschlafen, dann ist alles gut. Was mache ich denn jetzt? Jetzt schläft das Kind. Ich werde erstmal nicht dunkel meditieren, aber ich gehe mal joggen. Sie räumt auf, das ist schön. Eigentlich hätte Danik das machen können, aber egal. Geh schlafen, Alter. Jetzt funktioniert das schon wieder nicht, ne? Ey, du bist im falschen Bett. Beanspruchen. Und weißt du was? Geh auch einfach schlafen. Was hat er jetzt? Hausaufgaben. Das ist keine schlechte Idee. Mach das mal. Dann packen wir das mal in den Kühlschrank. Was hat er jetzt? Müde. Will ins Bett. Ja, geh doch schlafen. Das sind jetzt aber nicht die Katzen, oder? Warum stehen die denn hier ständig auf? Über Aufwecken belehren. Macht er da jetzt? Okay. Geh schlafen. Okay. Belehr die Katze auch nochmal. Geh schlafen. Das funktioniert echt wunderbar, ne? Jetzt rennt die weg, die Katze. Dann geh halt schlafen, ist auch okay. Er macht noch Hausaufgaben. Das ist das Schöne am Vampir. Irgendwann hat man den so weit, dass er nachts nicht mehr schlafen gehen muss. So. Ich habe die Idee. Wir werden die Räume einfach abschließen für die Katzen. So, Tür abschließen für alle Tiere. Tür abschließen für alle Tiere. Tür abschließen für alle Tiere. So. Das machen wir jetzt mal hier auch. Alle Tiere. Alle Tiere. Jetzt muss nur noch die Katze da einmal verschwinden. So, perfekt. So, und hier Tür abschließen für alle Tiere. So, die sind jetzt nämlich beide unten, oder? Ja. Sehr schön. Dann wecken die uns nämlich auch nicht einfach mehr auf. Ist ja von Vorteil, oder? So, weil du ja ein Einser-Oberschüler werden möchtest. Verantwortung. Zusatzaufgaben. Verantwortung hat er, glaube ich, sogar schon. Ja. Ja, hat er. Okay, und danach räumst du mal auf. Das packen wir mal in den Kühlschrank. Dann füllst du das mal. Du gehst jetzt nicht in Ayas Zimmer, oder? Nee, noch nicht. Ein Glück. Er setzt sich zu seinem Bruder. Ich glaub's nicht. Na gut. Glückliches Kleinkind. Alles klar. Mach die Zusatzaufgaben dort. Das ist halt überhaupt kein Problem. Jetzt werden die aber immerhin nicht mehr von Katzen gestört. Aber die haben, glaube ich, Hunger. Ja, Danik ist ja schon soweit. Geht er jetzt zu Fuß? Warum bewegt er sich nicht als Fledermaus? Oh. Okay. Aufräumen. Und das hier kannst du auch mal aufräumen. Er räumt das jetzt aber auch auf, ja? Okay. Immerhin.
Wo packt er das jetzt hin? Das wäscht er einfach nur ab, alles klar. Gut, den Müll kannst du mal leer machen. Echt praktisch, so ein Hausvampir. So. Nee, stopp. Okay, wir lassen dich erstmal oben ankommen. Oder hier unten. Du darfst jetzt nochmal meditieren. Okay, du bist ja schon ausgeschlafen, ne? Dachte ich es mir. Doch, du gehst mal auf die Toilette, darfst nachdenklich duschen. Und dann machst du mal Frühstück, weil du möchtest ja auch deine Fähigkeiten steigern und du magst es auch zu kochen. Pfannkuchen. Wie sieht es denn bei Isaiah aus? Da geht es noch. So, und Danek. Ihr könnt da auch mal duschen. Hier eine Dusche wäre noch praktisch, aber ich wüsste auch nicht, wo wir das Katzenklo noch hinstellen sollen. Oder wir packen das Katzenklo damit hin. Das könnte man auch machen. Weil diese Schlafplätzchen benutzen die eh nicht. Okay, warte mal. Ich muss jetzt ja auch noch von der Mutter hier. Das ist im Inventar, das ist auch schön. Wir züchten erstmal einen Frosch. Dann verkaufen wir das hier. Da kriegen wir nämlich ein bisschen Geld. So. Jetzt mache ich das mal so. Wir die Toilette hier hinpacken. Katzenspielzeug dahin. Und da würde ich jetzt gerne Dusche reinbauen. Wir nehmen gleich eine hochwertige, ne? Die hier. So. Und hier unten könnte man das theoretisch auch machen, dass wir hier noch einen Waschraum einbauen. So. Ja, mal gucken. Wir nehmen das hier erstmal als vorläufiges Bad. Muss ich mal schauen, was wir für Fliesen hier nehmen. Was haben wir denn oben in den Bädern genommen? Dann nehme ich das auch. Diese komischen Fliesen. Dann machen wir da unten nämlich noch ein Bad hin. So. Ist echt teuer, die Dusche, glaube ich, ne? Egal. Aber falls man möchte, haben wir dann hier noch eine Badewanne. So können wir das erstmal lassen. Und im Laufe des Let's Plays kriegen wir ja sicher noch andere Möglichkeiten. Oh, halt, stopp, Moment. Du machst hier ein realistisches Gemälde. Und trinkst was? Ach, wir wollten ihn ja duschen schicken, ne? Egal. Er trinkt erstmal was. Oh, Baby ist wach. Zuschauen. Warum ist er wach? Warum? Okay. Du kannst ja mal hier hingehen. Fördert ja nur Laufen. So, sie kann auch mal duschen und alles. Er lacht beim Schlafen. Boah, und hat einen Grabstein dabei in Gedanken, ne? Also ich würde mir jetzt ja Gedanken machen, aber gut. Es ist ja nicht mein echter Mann, ne? So. Guck mal der Schwester beim Kochen zu. Wenn du es überhaupt bis dahin schaffst, dass die da noch am Kochen ist. Brabbeln. Okay. Dann nimmst du dir mal ein Gericht. Setz dich hier hin. Ein Gericht nehmen. Hey, Pfannkuchen essen, Tanzvideo. Schau dir bitte ein Kochvideo an, Kochkanal.
Hat sie geduscht und alles? Ja, dann darfst du dir auch ein Gericht nehmen. Und er nimmt sich auch erstmal ein Gericht. Und jetzt müssen beide zur Schule, ne? Ja, er kann ja das Bild nochmal fertig malen, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Schönes Familienleben früh am Morgen. Ja. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.